Der Münchner im Himmel von Ludwig Thoma. Alois Hingerl, Nummer 172, Dienstmann in München, besorgte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlage gerührt zu Boden fiel und starb. Zwei Engel zogen ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und macht ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags frohlocken und von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Ja, aber ein kriegt man auch was trinken? Fragte Alois. Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus. Auwe, dachte der neue Engel Aloysius, dies wird Skifahrt. In diesem Momente sah er einen roten Radler und der alte Zorn erwachte in ihm. Du Lausbub, du Mistiger, schrie er, kommt sie jetzt darauf, ha! Und er versetzte ihm einige Hiebe mit dem erarischen Himmelsinstrument. Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Ha! Le, 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 le! Luja! Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber. Sie, Herr Nachbar! Herr Nachbar! Schrie Aloysius. Haben Sie vielleicht einen Schmeizler bei Ihnen? Dieser lispelte nur Hosianna und flog weiter. Ja, was ist denn das für eine Hanswurst? Rief Aloysius. Na, haben Sie keinen Schmeizler? Sie, Ingel, Sie, Bohrer da, Sie, Ausgeschamter! Dann fing er wieder sehr zornig zu singen an. Ha, ha, le, le, luhini, Herrgott, Erdipfel, Sakrament, luja! Er schrie so, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlaf erwachte und ganz erstaunt fragte, was ist denn da für ein Lümmel heroben? Sogleich ließ er Petrus kommen und stellte ihn zur Rede. Horchen Sie doch, sagte er. Sie hörten wieder den Aloysius singen. Halle, himi, himi, Herrgott, Sakrament, luja! Petrus führte sogleich den Alois Hingerl vor den lieben Gott. Und dieser sprach, aha, ein Münchner, nun natürlich. Ja, sagen Sie mal, warum plärren Sie denn so unanständig? Alois war aber recht ungnädig und er war einmal im Schimpfen drin. Ja, was glauben denn Sie, sagt er, weil Sie, der liebe Gott, sein müssen, die singen wie der Zeiserl am ganzen Tag und zu trinken kriegt man gar nichts. Ein Manna, hat der andere gesagt, kriege ich, ein Manna, da passt man nicht, gehst mit dem Manna, überhaupt singe nicht mehr. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir da heroben nichts anfangen. Für den habe ich eine andere Aufgabe. Er muss meine göttlichen Ratschlüsse der bayerischen Regierung überbringen, da kommt er jede Woche ein paar Mal nach München. Das war Aloysius sehr froh. Und er bekam auch gleich einen Ratschluss zu besorgen und flog ab. Allein, nach seiner alten Gewohnheit, ging er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Und die bayerische Regierung wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung.